Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwent Deckschmiede. Heute mal wieder mit einer Katze als Facecam. Ja, danke, Blacky. Wir spielen Pirat. Oh, Blacky, nicht dahin steppen. Wir spielen heute mal wieder Piraten in einer etwas anderen Ausführung. Wir spielen trotzdem mit Ansturm, trotzdem mit vielen der neuen Karten, trotzdem mit dem Biscard-Paket, also im Prinzip eine etwas andere Form, denn wir spielen mit den Uncrate Platnern. Das war eine Karte, die ich beim letzten Mal nicht drin habe. Wir haben quasi das Piratendeck ein bisschen, sag ich mal, umgeformt. Wir haben zum Beispiel das Enter-Manöver rausgenommen. Diese 6er Rekrutierungskostkarte hat mir absolut nicht gefallen. Wir haben Karten wie Vabion rausgenommen. Spielen dafür einen fürstlichen Erlass, der in manchen Fällen gut sein kann, gerade für die Platner, weil die Pirat Justiana und so willst du natürlich nicht rausholen, wenn sie keine Rüstung haben. Das heißt, du willst sie möglichst früh auf der Hand haben. Das Besondere an den Platnern ist, der Platner verbessert eine verbündete Einheit um den Wert der Rüstung, den die Einheit mit der höchsten Rüstung auf unserer Hand besitzt. Das heißt also quasi, wenn wir eine Karte auf der Hand haben mit 20 Rüstung, verbessern die Platner um 20 Punkte. Und das ist durchaus möglich. Der Riesennachteil an diesen Platnern ist natürlich, oder allgemein an den Piraten, je mehr ich sie spiele, desto weniger weiß ich, warum ich sie wieder mochte. Piraten haben diesen riesigen Nachteil, dass man gegen Matches Decks treffen kann, wo man echt nicht viel Rüstung kriegt. Oder wo der Gegner es verhindern kann. Also wir hatten zum Beispiel Runden gegen Haudegen. Haudegen ist es schwer, an Rüstung ranzukommen, weil die Haudegen von vornherein einfach zwei Rüstungen haben. Und selbst die Kopien haben nur einen Punkt. Das heißt, du kriegst nicht mal Rüstung draus. Du willst sie trotzdem vom Feld nehmen und sie haben immer noch zwei Rüstungen. Was das Ganze furchtbar unangenehm macht. Ne? Das heißt, gegen manche Matchups ist es wirklich schwer, Rüstung zu kriegen. Plus, die Rüstung, die du haben willst, ist entweder wahrscheinlich auf dem Schrecken der Meere, vielleicht auch auf einer Justiana, also auf den hohen Provisionspunktkarten, die mit der Rüstung was anfangen können, weil die möchtest du natürlich möglichst spät ausspielen. Nachteil ist, du kannst die Karten dann nicht so früh benutzen. Das heißt, wenn unbedingt was vom Feld muss, können wir Schrecken der Meere nicht benutzen. Aber wenn wir die Rüstung tatsächlich nur auf eine 4er Rekrutierungskostkarte geben, wie sowas wie Bestattungsboot, Dimon Longschiff, dann ja, machen die Platner vielleicht 20 Punkte beim Ausspielen. Aber die letzte Karte, die wir ausspielen, ist eine 4-Punkt-Karte. Und das kann wirklich ein furchtbar trauriger Finisher sein. Das ist ein Riesenproblem. Ne? Das heißt, die letzte Karte, man will möglichst gucken, dass man in der ersten Runde sowas wie Justiana oder so auf der Hand hat. Dafür hilft natürlich das Discard-Paket immer relativ gut. Und dann möchten wir dieser Karte halt Rüstung geben und die Platner wirklich benutzen. Kehrtrolde, immer noch eine extrem geile Karte. Vor allem, weil sie auch einen Platner erschaffen kann. Das heißt, potenziell hätten wir die Möglichkeit, bis zu 3 Platner zu spielen. Wir könnten sogar mit Fuku, wenn wir sagen, wir haben nichts Besseres auf dem Friedhof, einen Platner wiederbeleben und nochmal einen Platner für viele Punkte ausspielen, wenn der Gegner diese Platner weghaut. Ne? Es ist nicht so leicht wie zum Beispiel bei Squirt Hell früher, dass man diese Platner sehr abusen kann, wie zum Beispiel mit Waldbeschützern, weil die Platner müssen auf dem Friedhof sein, aber wenn nicht, Fuku, wir haben Ziele, wir hätten Karten wie Krach an Quate, wir könnten Coral Burner nochmal wiederbeleben, Holger Schwarzhand wäre ein potenzielles Ziel, wenn man es unbedingt haben will, und selbst wenn man nur ein Schiff wiederbelegt, der Regen hilft, dass wir nochmal ein bisschen Rüstung kriegen. Das heißt, die Piraten nochmal in einer etwas anderen Form, ich habe das Deck nochmal umgestellt, wie gesagt, ich habe die Karten rausgenommen, die mir nicht so gefallen haben. An sich Yalmar, weil Yalmar halt der Effekt, der zweite Effekt nicht so nützlich war. Man sieht halt, wir spielen relativ wenig Special-Karten, das heißt, der zweite Effekt ist nicht so toll. Und 14 Rekrutierungskosten für einen potenziell 20-Punkte-Duellierer ist nicht verkehrt, aber man muss Yalmar auf der Hand haben und er muss 10 Rüstung kriegen. Und es gibt Matchups, da wirst du nicht mal auf die 10 Rüstung kommen. Weshalb Yalmar für mich einfach ein dicker Zonk war manchmal. Und wie gesagt, Enter-Manöver, ich bin kein großer Freund von dieser Karte, weil auch gegen gewisse Decks Enter-Manöver eine absolut schlechte Provisionskarte ist. Aber gut, Piraten mit den Platnern mit einer High-Boost-Variante. Viel Spaß mit den Runden, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut da rein und ciao. Nördlich. Ich glaube, Nördliche ist tatsächlich auch... Also bei Nördlichen habe ich am häufigsten gelesen, dass die Karten nicht so gut gefallen haben beim Zeigen. Aber tatsächlich habe ich das Gefühl, die Nördlichen sind mit Dämmerwend tatsächlich mit am besten angekommen. Okay, wir haben Platner. Wahnsinnig Cousin, wir haben Fuku schon auf der Hand. Ich denke jetzt, ich möchte wahrscheinlich für die erste Runde einen Piraten haben, den wir so gut wie nicht ausspielen. Dem wir Rüstung geben. Platner bräuchten wir nicht für die erste Runde. Schrecken der Meere, das ist doch wunderbar.
Ich denke, wir fahren mit dem Unquid Langschiff an. Werden auch direkt Morg abwerfen. Justiana gezogen, das ist super. Damit wir eine Karte haben, die vielleicht mehr von Rüstung profitiert, als Morg es machen wird. Kapitel der Zauberer. Er spawnt gleich einen zweiten. Mit Maulkorb. Verbessert ihn gleich auf 5 Punkte. Okay. Wir werden einen kaputt machen. Moin, Kani. Okay, wir benutzen Krach. Wir haben nämlich noch 3 Karten, die wir Rüstung geben können. Kosar können wir nicht wirklich benutzen. Ich spiele ein Bestattungsboot. Es kann in der nächsten Runde mit Seeherrschaft relativ gut Punkte machen. Bin ein Student. Okay, wir benutzen Seeherrschaft. Will ich ein zweites Bestand? Ich glaube, ich nehme Unquade Langschiff. Ich möchte tatsächlich, dass der Student nicht hochgeht, weil ich möchte eigentlich nächste Runde auch passen. Und punktetechnisch müssen wir da erstmal hinterherkommen. Okay. Wir passen. Wir haben leider unseren kompletten Anführer schon raus, ne? Aber wir haben 10 Rüstungen auf Schrecken der Meere. Das heißt, unsere Plattner machen schon 10 Punkte Buff. Das reicht nicht aus. Es sei denn, er benutzt sein Benard. Okay, er benutzt nicht sein Benard. Ich meine, der ist auf 4, die ist auf 3. Wir haben 2 Karten mehr. Wir werden, selbst wenn er jetzt passt, definitiv einen Kartenvorteil behalten. Und unser Schiff hat schon 13 Rüstung. Denk klar, wir haben immer noch komplettes Discard-Paket, komischerweise im Deck drin. Außer den Morg, den wir abgeworfen haben. Okay.
Wir haben immer noch die Seeherrschaft mit 8 Schaden. Burner. Denkler. Ganz und dann. Wir fangen mit Manquade Langschiff an. Alles, was er ausspielt, kriegt jetzt sofort ich 2 Schaden. Raffats Rache. Das, was er ausspielt, kriegt auch wieder Schaden. Justiana würde jetzt tatsächlich das komplette Feld klären. Und ich denke, um Raffats Rache wegzukriegen, ist das ganz gut. Okay, die Unsterblichen sind natürlich etwas doof. Die kriegen wir nicht weg. Seherrschaft macht noch 3-mal Schaden. Der Plattner wird richtig reinzimmern. Wir haben 15 Rüstungen auf der Hand. Und ich könnte ja rein theoretisch noch Krach an Crate wiederbeleben mit Fuku. Ich möchte es nur nicht jetzt machen, weil Seherrschaft wird uns sonst doppelt schädigen. Ich benutze jetzt erstmal eine Burner. Was? Okay, wir werfen definitiv einen Plänkler ab und wir werfen Dämon Langschiff ab. Das gibt nochmal extra Punkte. Moin, Esrakel. Und danke für den Twitch-Sub. Wir haben beide Plattner auf der Hand. Plattner Verbesserung 15 Punkte. Das heißt, ein Plattner 17 Punkte wert. Und wir könnten möglicherweise durch Kehrtroll dann noch einen weiteren erschaffen. Okay, Seherrschaft wird sich jetzt nach Fuku auflösen. Schild kann er sowieso jede Runde auslösen, aber wir erzeugen auch keinen Regen. Oh, das wäre ein Plattner. wir haben letzte Woche schon relativ viel gestreamt, Asrakel. Also wir haben, glaube ich, diese Season schon 8 Decks ausprobiert. Das ist jetzt nicht so wenig, würde ich sagen. Und wir holen uns nochmal Rüstung. Okay, kriegen wir einen Plattner hier raus. Leider nicht. Wir hätten uns vielleicht den Schuss aufheben sollen. Wir nehmen einen Crate-Rufer. Ja, wir hatten letzte Woche nur 2 Streamtage, aber wir haben letzte Woche stundentechnisch sehr viel gestreamt. Ich glaube, der eine Streamtag war alleine fast 7 oder 8 Stunden. Ungefähr. Ich meine, Absolventen machen 4 Schaden. Ein Plattner macht einen 21-Punkte-Buff. Und wir haben 2 davon. Das ist schon pervers, was die können. Kommt da meistens auch nicht drauf an, wie viel. Okay, 4 Schaden. Kommt da meistens auch nicht drauf an, wie viel du unbedingt in Stunden gestreamt hast. Sondern
Also wie viele Tage du gestreamt hast, sondern wie viele Stunden du insgesamt gestreamt hast. Das ist, glaube ich, immer ein bisschen entscheidender. Kriegen mehr Rüstung? Nein. Ja, ich weiß nicht, ob er da noch hinterherkommt. Also ich meine, ja, rein theoretisch könnte er. Hol den die weg. Hauen Plattner Nummer 2 raus. Wir hätten jetzt noch ein 21-Punkte-Schiff. Also ein Schiff, was 21 Schaden machen kann. Seine Zauberin ist da halt relativ ein leichtes Ziel für uns. Nein, ich denke, der wird da nicht rankommen. Kann ich was sagen? Hab ein bisschen von deinen YouTube-Videos geschaut am Wochenende. Dann habe ich das Video mit Jule gesehen. Was ist mit Jule? Ich weiß gar nicht mehr, welche Reaktion das damals war. Oh, das ist schon so alt. Was mit Jule? Jule hat keine Zeit mehr quasi. Also Jule hat aufgehört zu streamen. Die hat sich lieber ihrem Privatleben gewidmet. Was auch okay ist. Ne? Ist ja, kann man jederzeit machen. Und für sie war es dann halt auch immer so hin und her. Und zwar mit Gwent auch sowieso immer ein bisschen doof. Ja, das war auch häufiger. Das hattest du mit Jule tatsächlich häufiger so. Dass ich halt gespielt habe und Jule war größtenteils, weil sie da so saß, immer so, sag ich mal, auch andere Sachen abgelenkt hat. Das war halt das Problem, weil wir Gwent gespielt haben und sie konnten nicht wirklich mitspielen. Dass die Leute dann halt abgenervt werden, dass Jule, also es gab ein paar Leute, was hast du immer, dass ein paar Leute dann halt abgenervt waren, dass Jule da saß. So quasi, dass sie nichts Kritik oder nichts dazu beigetragen hat. Und halt immer mit dem Chat sich unterhalten hat. Und das hat die Leute, die halt mehr für Gwent da waren, genervt. Wobei, das mache ich auch teilweise. Und es gab halt auch Leute, die haben es halt überhaupt nicht gemocht, wenn sie gespielt hat. So. Also egal, was sie gemacht hat. Sie musste nur da sein. Und es gab ein paar Leute, die fanden das halt nicht so schön. Aber, mein Gott, ist ewig her. Die hast dann auch länger nicht mehr gehört. Aber der Grund, warum sie wirklich aufgehört hat, ist, weil sie sich lieber um Privates gekümmert hat. Sowas hat man leider immer. Das ist auch vollkommen egal. Ja, und also Jule ist ja auch nicht, ich meine, Jule hat natürlich ein bisschen mehr abbekommen, aber ich hatte auch schon so viele Kommentare oder sonstiges von Leuten, die, also da ist, sage ich mal, über die Jahre extrem viel zusammengekommen. Und an ein paar Sachen erinnerst du dich halt immer noch, weil sie einfach so dumm sind, dass sie schon wieder lustig sind. Also es gab damals so einen Typen irgendwie, der hat unter jedes Video halt immer irgendwie geflamed. Dann gab es Leute, die gesagt haben, dass so Leute, die YouTube-Videos über Kartenspiele machen, machen die Kartenspiele kaputt, weil jeder nur Meta spielt. Ne? Das war für Magic damals. Also der hat Magic gespielt und der meinte, er hätte überhaupt keine Lust mehr, Magic zu spielen, weil Leute wie ich, die solche Decks zeigen, machen halt quasi Kartenspiele kaputt. Und er kann nicht mehr das spielen, was er will mit seinen Freunden, weil die alle nur auf Meta spielen, wo ich dann sage, okay, das ist wahrscheinlich eher ein Problem deiner Freunde. Und das Ding war halt, an dem Tag haben wir nochmal Magic Arena gespielt und direkt, wenn du bei Magic Arena eingeloggt bist, kam fetten Anzeiger, so wie es bei Gwent hier ist, immer hier neue Erweiterung raus, Rising Tide oder so, guck dir jetzt die Pro-Tier, Pro-Turnier-Decklisten an und alle Decklisten aufgelistet, weil Magic das von alleine mittlerweile macht, ne? Du musst nicht mal irgendwie, weiß nicht, einen Typ haben, der darüber Videos macht, weil Magic alleine postet diese ganzen Decklisten und was momentan extrem stark ist und was die Leute auf den Turnieren gespielt haben und sonstiges. Das wird ja allgemein so verteilt. Und ich denke auch nicht, dass die Leute, die Videos darüber machen, das Problem sind, sondern halt einfach, dass die Leute halt größtenteils immer nur Meta spielen wollen. Und das Geld, weil wir auch, glaube ich, damals, dass wir League of Legends einmal gespielt haben oder Teamfight Tactics, weil ich spreche ab und an mal Namen falsch aus und ich habe da, glaube ich, bei League of Legends musst du immer aufpassen, ich habe da, glaube ich, irgendeinen Superheld von denen oder irgendeinen Held von denen falsch ausgesprochen, ich glaube Rengar oder so. Ich weiß nicht, ob der Rengar heißt, irgendwie so eine große Katze, ich habe den, glaube ich, Rengar genannt oder so, weil ich auch nicht wusste, wie die Dinger heißen. Und da hat jemand unter das Video, glaube ich, kommentiert, der heißt Rengar, du fetter Hurensohn, bring dich um.
Er war immer noch der Spitzenkandidat und darüber lachen wir heute immer noch. Aber ja. Und jetzt im Prinzip sind alle traurig und sagen, sie gucken die Serie nicht mehr, wenn er weg ist. Das heißt, wir haben quasi bei ihm so ein Extrem, ich muss auch mal Lichter machen, wir haben bei Henry Cavill tatsächlich diesen Extrem-Switch, von der war am Anfang so extrem unbeliebt und keiner wollte ihn haben, dann hat er alle quasi eines Besseren belehrt und jetzt sind alle traurig, dass er weggeht. Okay, wir haben zwei Anquetschiffe, wir legen eins ab. Okay, zwei Piraten, Birna. Legen wir ein Bestattungsboot ab, ziehen Bestattungsboot nach. Ich hätte für die erste Runde immer wirklich unfassbar gerne Bjorn, Justiana oder halt Schrecken der Meere auf der Hand. Na, das ist der einzige Grund, warum ich Piraten nicht mag. Ich weiß nicht, ob es bei mir so ein Problem ist, aber immer wenn ich Piraten spiele, ziehe ich in den ersten Runden nicht das, was ich ziehen will. Und zwar die Karten, die Rüstung bekommen sollen, kriege ich nicht. Okay, verbannt unser Schiffchen. Da will einer wirklich nicht, dass wir Rüstung kriegen. Benedain müssen wir eigentlich weghauen, aber wir werden es nicht in einer Runde schaffen. Es wird sogar wahrscheinlich schwer, den in zwei Runden wegzuhauen, wenn ich das so sehe. Weil wir nicht sowas wie Bjorn auf der Hand haben. Also die investieren, glaube ich, dieses Jahr schon noch Sachen in Gwent. Also Geld. Ja, aber ja, nicht mehr so viel wie davor. Hitzewelle. Ich meine, wir hätten nicht wirklich eine Special-Karte, die wir rausholen. Wir können das Buch nicht mehr benutzen. Das kracht natürlich durch eine Hitzewelle. Gestorben ist, ist auch doof. Lässt sich aber nicht ändern. Ich meine, die Sache ist, wenn wir jetzt bleeden, wir haben nicht die Karten, die wir haben wollen. Okay, wir haben Kertrolde gezogen. Möwe. Wir werden eine lange Runde spielen. Okay. Ich weiß nicht unbedingt, ob es bei Gwent an der Rotation lag. Weil andererseits, Yu-Gi-Oh! Hat auch keine Rotation, aber Yu-Gi-Oh! Wird immer noch massiv gespielt. Aber ich glaube, Gwent hat nie so den wirklich großen Ableger bekommen. Auch unter anderem, weil wir immer wieder diese Phasen hatten,
Wir haben Justiana und Schrecken der Meere wieder nicht gezogen, ne? Das ist schon wieder so kacke. Das Problem bei Gwent, warum Gwent nicht funktioniert hat als Kartenspiel, man kann es natürlich auf vieles schieben, ne? Man kann sagen, weil sie... Ja, Bannliste ist aber nicht für sowas wie Rotation. Und ich möchte sagen, für viele ist wahrscheinlich Bannliste unangenehmer, weil du musst immer gucken, was kannst du jetzt spielen, was kannst du jetzt nicht spielen, ne? Das kann ja für manche auf Dauer auch nervig sein. Ich würde auch nicht den Misserfolg auf Gwent auf eine fehlende Rotation schieben. Ich glaube, bei Gwent kommen so viele Faktoren zusammen. Dass das Spiel halt in die Beta kam, dass die Beta am Anfang relativ unbeliebt war. Ich meine, wir können uns mal das Video von Freddy Babes dazu angucken. Der hat da, glaube ich, ein Video gemacht. Und Freddy Babes steckte wirklich von Anfang an dabei. Was für ihn so ein bisschen den Misserfolg für Gwent begünstigt hat. Aber am Anfang haben sie halt wirklich versucht, einzigartige Sachen zu machen. Ein Kartenspiel, was man noch nicht gesehen hat. Drei Reihen. Und haben das in der Beta quasi nach und nach immer mehr über den Haufen geworfen. Und dann kamen halt immer die großen Änderungen von Beta auf Homecoming. Dann war die Anfangs-Homecoming-Meta extrem unangenehm mit den ganzen Artefakten und allem. Das hat viele Leute abgeschreckt. Und wenn ein Spiel am Start quasi schon floppt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Leute es nicht mögen, sehr, sehr hoch leider. Und das alles kann man so ein bisschen vielleicht für den Misserfolg mit reinrechnen. Dann die Jahre, sie haben halt immer bei Kartenreleases immer so 26 Karten rausgebracht. Okay, hat unser Bildchen weg. Was vielleicht ein bisschen zu wenig war für manche Kartenspieler. Also da gibt es tatsächlich einiges, was man so mit reinziehen könnte, was jetzt natürlich negativ war. Aber im Endeffekt, wie viele auch gesagt haben, man hat auch für Gwent so gut wie kaum Werbung gesehen. Und all sowas, ne? Manche Leute fanden halt die Metas nicht schön. Jetzt kommt Benossil. Okay, langsam müssten wir auch mal Punkte machen. Aber wir haben immer noch unsere Plattner. Wir haben allerdings nur auf unserem Schiff neuen Rüstungen. Also hoffe ich, dass man da noch ein bisschen Rüstung raufkriegt, aber es sah gerade gut aus. 14. Aber ich weiß nicht, ob wir da noch hinterherkommen. Zweites. Ich meine, er hat noch Isengrim. Isengrim dürfte seine letzte große Karte sein. Ich weiß nicht, ob er jetzt nach Isengrim noch andere Sachen hat. Kein Plattner gezogen. Nimm mal den Uncrate Giganten. Rüstung. Ich meine, die Plattner machen 17 Punkte. Mit einem Clash vielleicht 18 gleich. Aber das Schiff macht halt leider keiner. Ah, ich weiß nicht. Gwent hat, glaube ich, schon den ersten Reboot nicht wirklich gut überlebt. Ich weiß nicht, ob sie den zweiten überleben. Okay. Ich meine, Bjorn
Er clasht nochmal, aber 6 Punkte sind mehr als 4. Er hat eine Spornkarte. Natürlich hat er eine Spornkarte. Okay. Schade. Aber wir haben auch nicht... Das ist wir haben 4 Karten im Deck. In diesen 4 Karten waren immer noch Justiana, immer noch Schrecken der Meere. Gut, Schrecken der Meere hat jetzt nicht so viele Punkte gemacht. Aber es waren die Karten, die du Rüstung geben könntest. Das ist genau der Grund, warum ich die Piraten eigentlich nicht so mag. Weil ich ziehe diese Karten in der ersten Runde eigentlich so gut wie sau selten, die wirklich die Rüstung haben wollen. Das ist genau das, was mich an Piraten immer abfuckt. Okay, Elfen. Wieder dasselbe. Jorn, Justiana und Schrecken findet sich auf der Hand zum Glück. Ah, ich meine, einer von 3 ist okay. Und wir können es immerhin mit dem Discard-Paket ausgleichen. Weil wir haben Korall und Burner direkt für den Anfang. Nur wir müssen mit Morg aufpassen. Ich meine, das kann eine Feuerfalle sein. Ist das keine Feuerfalle? Sprinkler wegwerfen. Spielt der einen Horn? Ist es das Mahakama Horn? Also die einzigen Optionen, die, glaube ich, jetzt noch bleiben, ist Markhammer Horn und Schlangenfalle. Die anderen hätten sich aufgrund des Timers schon umgedreht. Oder die Bedingungen wurden erfüllt. Wenn es wirklich das Markhammer Horn ist, dann... Naja, ihr kriegt es halt nicht wirklich gut ausgelöst. Halt, jetzt sind auch noch in den Ragnarok liegen, ne? Aber wir kriegen auch momentan keine Rüstung. Aber gut, wir haben sowieso nicht die Karten, die Rüstung brauchen, auf der Hand. Das Einzige, was wir machen, ist halt Rüstung für Schrecken der Meere sammeln für die Plattner. Das reicht schon aus. Ich bin noch eine Falle. Der Nossil. Von 0 auf 100, okay. I feed the
Das Ding ist, wenn wir jetzt passen würden, würden wir verlieren, weil das da hinten ist Mahakamahorn. Okay, wir werfen mal die Seeherrschaft ab. Ja, es war das Mahakamahorn. Aber es hätte auch die einzige Falle sein können, weil alle anderen hätten es schon ausgelöst. Und da ich das als einen kompletten Anführer benutzt hast, haben wir wenigstens nochmal gut Rüstung bekommen. Morg. Ja, Trollt. Ich meine, ich würde schon ganz gerne pushen, weil ich möchte gegen Fallen keine lange Runde haben. Frage ist, womit fangen wir an? Ich denke, wir werden mit Kertroll da anfangen. Weil hier kann man noch was rausziehen, wie zum Beispiel ein Uncrate Langschiff. Das Problem ist halt nur unser benutzt eine Fuku. Eine Korall. Wir treffen uns jetzt natürlich selber mit unserem unserer Seeherrschaft, weil er spielt natürlich sehr viel Fallen. Okay, er kennt die Spring-Mechanik noch nicht. Ich meine, er hat schon ziemlich viele Fallen rausgespielt. Er hat 3 Fallen hier, er hat 2 Fallen in der letzten Runde. Ich weiß nicht, wie viele Fallen er spielt, aber Eldarin sieht mir schon ein bisschen zermatscht aus. Das heißt, ich denke, wir können passen. Ja, er haut Eldarin schon raus. Ja, gegen Fallendecks sind sie eher negativ. Also ich mag Seeherrschaft aus dem Grund, weil du wirklich mit ihnen mehr Rüstung kriegst. Weil du die Wahrscheinlichkeit auf einen gegnerischen Durchschuss deutlich erhöhst. Okay, wir haben einen Plattner. Ich hätte ganz gerne einen zweiten Plattner, aber wir können auch... Okay, wir haben 2 Plattner. Wir könnten auch schlechter ziehen, aber wir haben ganz gut gezogen. Ein Björn bringt uns eh nicht mehr so viel. Die Rüstung können wir dem nicht geben. Ja. Olga Schwarzhand. Ich meine, 13 Punkte Boost mit dem Plattner ist schon ordentlich. Das ist jetzt extrem doof. Meine Luciana wird sich selber nur 5 Schaden machen. Nicht 5, 9 Schaden machen, wenn ich sie ausspiele. Aber es ist wahrscheinlich das Beste. Es sei denn, ich sage, ich opfere einen Plattner, aber die Plattner machen halt mit dem Schiff 15 Punkte pro Plattner. Luciana würde im Optimalfall halt... zwölf machen. Aber sie würde noch 11 wegnehmen.
Kann sogar ein Dämonenlangschiff nehmen, wenn ich will. Der eine Punkt mehr. Okay, habe ich mir schon fast gedacht. So, dann benutzen wir jetzt Justiana. Was ist deine letzte Karte? Der Nossil hat er schon raus. Elfenschwer, na. Ja, im Prinzip macht er selber aber keine Punkte. Im Prinzip macht er ja selber keine Punkte. Das ist das Problem. Das ist wieder too much Kontrolle. Und dann hätte er halt unbedingt die erste Runde gewinnen müssen. Aber um die erste Runde zu gewinnen, hat er, weiß ich nicht, Karten wie Mahakamahorn gespielt. Ganz schwierig. Ich denke ja nicht, dass Mahakamahorn dir unbedingt die erste Runde gewinnen wird. Ich denke, er hat vielleicht so wirklich drauf gesetzt, dass ich halt passe mit dem Mahakamahorn, weil ich die Karte nicht kenne. Aber es hätte ja nur Mahakamahorn sein können. Bei allen anderen Fallen, die Bedingungen waren erfüllt, dass die Karten auslösen. Außer vielleicht Schlangenfalle. Where's Gallagher? And we are the perfect storm. Gwent, the Witcher card game.